herzliches Hallo und herzlich willkommen. Und heute habe ich eine Bitte von Seele zu Seele. Und zwar, die Bitte ist, trau dich doch, das zu tun, wozu dein Herz dich wirklich inspiriert, wozu dein Herz dich ja ruft, wozu es dich schubst. Und viele Menschen glauben, dass wenn sie ihrem Herzen folgen, dass es dann, das zwar nett wäre, aber das ist nicht alltagstauglich, es ist nicht, dass das wirklich in Ordnung ist und so weiter. Aber genau das ist es. Wir sind, und die Probleme in unserer Welt sind genau deswegen, weil wir uns nicht trauen, den Weg unseres Herzens zu gehen. Weil wir immer noch uns feilen und immer noch ein bisschen uns zurechtstutzen und bloß uns nicht ganz zu zeigen, wie verletzlich wir sind, wie offen wir sind, wie liebevoll wir sind, wie chaotisch wir sind und so weiter. Aber das ist alles unsere Bewertungen letztendlich, ja. Und deswegen, ich glaube, es wird auch allerhöchste Zeit, dass wir ja, uns wirklich voll und ganz zeigen und nicht mehr diese Masken letztendlich aufhaben, ja. Und unser Herz oder das, was wir uns wirklich von Herzen wünschen, ja, oder wozu uns unser Herz ruft oder drängt, das ist die wirkliche Wahrheit und das bringt uns Frieden, das bringt uns Heilung. Und wenn wir diese Schritte gehen, dann scheinen sie nur am Anfang schwierig zu sein. Vielleicht sind sie sogar schwierig, aber im Grunde bleibt uns gar nichts anderes übrig, weil was wäre die Konsequenz, wenn wir nicht den Weg unseres Herzens gehen? Dann sind wir sozusagen versteinert und wir leben alle in einer versteinerten Welt, also nicht in der echten Welt. Weil die echte Welt ist sozusagen das, was in uns ist. Ja? Das ist die Wahrheit, das ist das, um was es letztendlich geht. Ja? Und wenn wir uns trauen, diesen Weg sozusagen nach innen zu gehen und von innen nach außen zu gehen, dann geschehen wunderbare Dinge in unserem eigenen Leben, aber auch ja da draußen. Und wir inspirieren natürlich auch andere, ihren Weg zu gehen. Okay, das war eine Inspiration von Herz zu Herz und ich danke dir. Bis dann. Tschüss.